Hallo und herzlich willkommen zur 118. Sendung der satanischen Musikagenda, wo wir immer tiefer und immer interessantere, hoffe ich das, Themen aufschlagen. Heute haben wir Ägypten, die vierte. Und wer jetzt nur noch sagt, oh, Ägypten, schon wieder Ägypten, ja, wartet einfach mal ab. Euch wird da noch einiges um die Ohren fliegen, was ich glaube in der Deutlichkeit selten so gesagt wird oder halt zumindest nicht so landläufig bekannt ist, was man halt vielleicht mal so ein bisschen kombinieren kann. Und apropos kombinieren, wir kombinieren eigentlich alles hier mit der Bibel und das ist für uns die absolute Wahrheit. Denn absolut, es gibt nur eine absolute Wahrheit. Entweder gibt es Gott oder es gibt keinen. Es gibt nicht ein bisschen Gott. Entweder ist man schwanger oder man ist nicht schwanger. Ein bisschen schwanger geht nicht. Also es gibt nur absolute. Alles, was uns erzählt wird von der anderen Seite hier, ist immer, ist alles relativ. Ja, relative Wahrheit. Und ja, am besten auch noch Relativität. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Mein Thema ist, ich habe biblische Hilfe hier und das ist der Jörg. Und der Jörg schaltet sich jetzt zu. Und genau. Und deswegen sage ich Moin Moin, Jörg. Ja, Moin Moin, Michael. Schön, wieder mit dir hier versammelt zu sein, um heute am Montagabend die zweite Sendung zu machen über Ägypten oder was auch immer, weil Ägypten kam ja gerade auch nicht besonders viel zur Sprache. Ich fühle mich bei diesen Sendungen so ein wenig, wie wenn ich doch nur den Film kennen würde, Der Zauberer von Oz, mit dem Mädchen, das in diesen Kaninchenbau eindringt und dann eine Welt entdeckt, die so ganz anders ist als das, was sie normalerweise kennt. Genauso fühle ich mich hier auch auf dieser Reise, als ob ich mit wie Alice in den Kaninchenbau gehe. Ja, wer ist das? Alice im Wunderland sicher ist das, glaube ich. Ich kenne die ganzen Filme. Ja, genau. Alice im Wunderland, Zauberer von Oz ist was anderes. Kommt aber auch in dieser Sendung noch ein bisschen vor. Ja, ich kenne also weder den Zauberer von Oz, noch kenne ich Alice im Wunderland. Also nur so ein bisschen von der Beschreibung her, was man so im Allgemeinen drüber hört. Da habe die Filme nie gesehen, habe die Bücher nie gelesen. Und ich kann euch auch ganz ehrlich ein Ding versprechen. Wenn ich schwören dürfte, würde ich schwören, ich werde diesen Quatsch auch niemals lesen. Ich spendiere da meine Zeit nicht für. Die ist mir viel zu wichtig, als dass ich die an solche Dinge geben würde. Aber auf dieser Reise hier in der satanischen Musikagenda, da hüllt man sich wirklich, wie man in so einen Kaninchenbau eintaucht und immer tiefer in diese Lüge mit eintaucht. Und irgendwann sagt man, eigentlich will ich das gar nicht mehr. Aber ich muss es ja tun, um andere davor zu warnen. Das ist der wichtige Punkt, den wir hier machen. Ich glaube, Michael hat uns auch schon längst die Schnauze voll und würde sagen, wir könnten uns viel besser mit anderen Dingen beschäftigen. Wir könnten zusammen die Bibel online lesen. Wir könnten die Bibel online besprechen. Wir könnten Bibelstudie wieder machen. Das wären so viel schönere Dinge als diese Gender-Agenda. Aber es gibt so viele Leute da draußen, die werden tagtäglich bezaubert, verzaubert von heiligen Wäldern und deren Arbeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Dinge aufdecken, dass ihr das begreift. Und dass ihr bitte euren Fernseher nicht unbedingt rausschmeißt, aber nicht anschließt an das öffentliche Fernsehnetz, sondern gebraucht euren Fernseher, um YouTube-Filme darauf zu schauen. Und zwar solche Filme wie die, die wir hier heute Abend produzieren. Und deswegen gebe ich das Wort jetzt an Michael, dass er uns weiter in den Kaninchenbau führen kann. Bitte. Ja, Jörg, und ich werde dir noch eine Reminiszenz bauen für Hollywood. Dann wirst du auch dann sehen, warum das hier in diesem Skript mit drin war. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Es dauert deswegen noch ein bisschen, weil ich in der letzten Lesung gesagt habe, tja, das ist jetzt alles basierend auf einer kleinen Wiederholung der satanischen Musik bzw. Gender Agenda Folge Nummer 7, Amanda und die gefallenen Engel. Und da haben wir nämlich jetzt genau eine Reminiszenz von. Das nämlich jetzt hier mit den Beatles und Sgt. Pepper ist eine Wiederholung aus der Sendung Nummer 7. The Beatles, Lucifer in the Sky with Diamonds, was es eigentlich heißt, ne? So, den Text haben wir schon mal gelesen hier, Hesekiel 28, 13. Das ist nichts Neues. Was interessant ist, stopp. Was interessant ist, danke, ist auf diesem Cover ist der Herr Aleister Crowley wieder drauf. Zweiter oben von links, genau. Genau, der Mann mit ohne Haare, ne? Der ist da drauf, Aleister Crowley, also eins der Idole der Beatles und zusätzlich noch viele andere schlimme Menschen, die da drauf sind. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. So, und wir haben da eine Art Beerdigung. So, das ist die Geschichte. Die Beatles oder die Alten werden da irgendwie beerdigt. So, darauf will ich jetzt nicht wieder hinaus, das wird aber noch Thema werden, aber ich will jetzt mal auf Aleister Crowley drauf hinaus, denn ich habe ja schon mal gesagt, das ist eine leichte Wiederholung der siebten Folge. Siebten Folge haben wir gesagt, die gefallenen Engel, die nach dem
Aufstand im Himmel auf die Erde niedergeworfen wurden, mit ihrem Anführer Satan, damals Luzifer genannt, als er noch im Himmel war und für ihn die Musikinstrumente bereitet worden sind. Das sind die gefallenen Engel oder die verlorenen Engel, Lost Angels, Lost Angeles, Angelos heißt Bote. So. Und wenn die dann einen heiligen Wald haben, beispielsweise, wäre das nur eine viel bessere Erklärung als ein Stechpalmenwald, ne? Aber das kann sich ja jeder für sich selber herausbaldobern, ob das denn so sein könnte oder halt auch nicht. Das ist auch nicht der Grund, warum ich hier die Ägypten-Serie mache. Aber ich wollte das ja mal beleuchten, weil das wird später noch für uns von einiger Brisanz oder einiger Wichtigkeit. Und dann geht dann vielleicht dann auch die eine oder andere Alarmglocke los. So, also machen wir weiter hier in diesem alten Skriptausschnitt aus der Folge Nummer 7. Wie geht's denn da weiter? Na, damals haben wir halt eben diesen Vers Hesekiel 28, 13 gelesen. Das können wir gerne nochmal machen. In Eden, im Garten Gottes warst du mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolyt, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Ja, vielen Dank. Ich habe das schon auswendig irgendwie. Ich träume ja schon fast von. Auf jeden Fall, das ist also eben dieser Vers, der bedeutet, dass eben Luzifer damals im eben Garten Gottes war und mit allerlei Edelsteinen bedeckt war und eben Tamburinen und Flöten bereiten sollte, um damit Lobpreis zu singen. Und was macht der Kerl? Macht alles im Gegenteil, denn er ist heutzutage Satan, das heißt der Gegenspieler. Also der spielt gegen Gott. Ganz einfach. Ne? Gegen Jesus Christus auch. Jesus Christus ist Gott. Ja. Okay, nächste Seite des alten Skriptes. Guck mal da. Da haben wir nämlich damals, ich habe das extra reinkopiert hier, Gender Agenda 7. Ja, da habe ich damals gesagt, guck mal hier, diese ganzen Pentagramme auf dem Boden in Hollywood, in Los Angeles besser gesagt. Ja, Marilyn Monroe, nur als Vergleich hier. Nein, mich interessieren die Gender-Diskussionen über Marilyn Monroe nicht. Das sind sogenannte Pentagramme. Also Pentakel, denen der Kreis drumherum fehlt. Ne? Das wäre wahrscheinlich dann so auffällig. Ne? Also Pentagramme. So, und was haben wir da jetzt? Haben wir damals die Pentagramme erklärt, was es denn bedeutet, die fünf Verwünschungen von Luzifer und der fünf Ansprüche. Guck mal, wer da ist. Da ist wieder der Aleister Crowley mit seinem Pyramidenhut, mit seinem Pyramidensymbol und mit einem dicken, fetten Buch, wo ein Pentagramm drauf ist. So, und das Pentagramm wäre jetzt hier beispielsweise die Reminiszenz zwischen den Sternen auf dem sogenannten Walk of Fame in Hollywood und den ägyptischen, ja, wie soll man mal sagen, heidnischen Trinitätsglauben. Ne? Da haben wir nämlich die Pyramide beispielsweise, ist ja auch mal ein interessantes Objekt, um da halt mal reinzugehen. Ne? Da haben wir ja mit der Pyramide haben wir schon einiges besprochen. Und deswegen gehen wir jetzt mal zum Herrn Crowley nochmal, zum Auffrischen und vor allen Dingen zum Vertiefen. Warum ist das denn einer der Hauptidole der Beatles gewesen? Die waren doch angeblich so sauber. Na, erstmal Pyramiden. Egal wie, ja, Freimaurerhierarchien und so weiter und so fort, sind alles heilige Geschichten, denn oben steht einer, der alles überblicken kann, der wirklich den absoluten Durchblick und Überblick hat. Und unten drunter sind die Leute, die erstmal gar nicht vor lauter Wald die ganzen Bäume nicht sehen oder vor lauter Bäume, vor lauter Menschen die ganze Pyramide nicht sehen, sozusagen. Die da unten sind, die haben letzten Endes auch deswegen einen Arbeiteranzug an und die da oben stehen, die sind halt eben herrschaftlich gekleidet. Und guck mal, sogar Kirchenmenschen sind da drauf. Also alles, was mit Pyramide zu tun hat, hat mit Hierarchie zu tun. Alles, was mit Pyramide zu tun hat, hat letzten Endes dann oder kann zumindest auch mit Freimaurerei zu tun haben. Die finden natürlich Pyramiden ganz dufte, weil die natürlich sagen, das ist so ein Kunstwerk, das einzige der sogenannten sieben Weltwunder, das heute noch zu bestaunen ist. Und das nehmen wir dann als unser Referenzobjekt. Deswegen gibt es auch heutzutage noch Pyramiden, zum Beispiel in Luxor, die gebaut werden. Also da werden Hotels gebaut, die als in der Form einer Pyramide gebaut werden, obwohl das absolute Unsinn ist, wenn man dadurch extrem viel Platz verschwendet. Denn wenn man da jetzt anstelle dessen jetzt ein quaderförmiges Gebäude derselben Höhe errichtet hätte, würden ja viel mehr Menschen Platz finden. Abgesehen davon wären die Baukosten sicherlich auch wesentlich geringer durch diese ganzen vermeidbaren Schrägen, die man dann da überall noch einkalkulieren und schneiden und auf Gärung und was weiß ich, man alles da müsste. Ne? Nur mal als Idee. Also hat doch dieses Hotel dann auch letzten Endes wieder eine ganz andere Bedeutung. Gehen wir weiter in die Geschichte rein. Ne?
das ist jetzt nur mal hier so zum Warmlaufen, schottischer Ritus und so weiter und so fort. Das ist alles Schmu, da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein. Ich habe es hier reinkopiert, weil ich eigentlich noch ein bisschen mehr drauf eingehen wollte, aber ich habe mich dann dazu entschlossen, nee, guck mal hier, das reicht, wenn man das einmal sagt und das muss man nicht jedes Mal machen. Deswegen kommen wir jetzt einfach mal zur Kulttour. Das ist hier ein Ausschnitt aus einer meiner Solo-Sendungen aus dem New Romantic Script. Da habe ich nämlich mal gesagt, Kultur bezeichnet nämlich eben nicht das, was uns normalerweise jeder so sagt, was heutzutage so Kultur ist, also die menschlichen Errungenschaften, die Kulturleistungen, sondern das hat Kultur kommt von Kult und das hat einen ganz anderen Hintergrund. Wenn man hier schon sieht, der antike Tempel des Parthenon in Athen, ja, also das sind alles Gebetstempel, das sind alles Verehrungstempel, das hat nichts mit irgendwie mit einer Versammlungshalle oder einer demokratischen Volksversammlung oder was weiß ich zu tun, das hat alles mit Götzinnen und Anbetung zu tun. Also gucken wir mal weiter. Kult oder Kultus kommt von Lateinisch, Kultus, Götterverehrung oder von Cholere, anbauen, pflegen und umfasst die Gesamtheit religiöser Handlungen. Also wenn einer über euch sagt, ja, lass uns ein bisschen Kultur pflegen oder das ist Kult, das sagen ja viele junge Leute immer, das ist ja mal richtig Kult, das ist ja kultig oder so weiter, dann kommt eigentlich der Ursprung daraus, aus dem religiösen Objekt. Ne? Das heißt eigentlich Bearbeitung, Pflege, Ackerbau und hat zig verschiedenste Begriffe. Wenn man sich aber dann mal anschaut, welche heidnischen Begriffe oder Begrifflichkeiten der sogenannten sieben Weltwunder, sieben, die Zahl, die göttliche Zahl, sieben, die da drin ist, dann stellen wir fest, das hat alles irgendwie herrschaftliche oder religiöse Ansprüche. Ne? Schon komisch. Ne? Schon komisch. Also Kult, Kultur ist unwiderruflich miteinander verwoben und wenn man das halt einmal so miteinander im Kopf auch da mal verwebt, dann stellt man doch fest, Mensch, also da ist doch eine ganze Menge Tradition, die unsere Handlungen heute im sogenannten 21. Jahrhundert immer noch beeinflusst. Das ist doch mal sehr seltsam. Deswegen müssen wir uns das mal angucken. Wie gesagt, das ist hier der Kulturclub zum Beispiel von Boy George. Do you really want to hurt me? Willst mir wirklich wehtun? Ja, das ist der Kulturclub. Ne? Das ist der religiöse Club, der eben kultische Handlungen ausführt. Ganz einfach. Hm? Kult, Kultus. So, also wir brauchen ein Objekt. Zum Beispiel Satan, ne, der verehrt wird. So, wir brauchen eine den Kult ausführende Personengruppe. Das sind dann eben die Schallplattenkäufer, die Fernsehzuschauer, die CD-Käufer, die Leute, die einen Download machen im Internet, meinetwegen auch die Leute, die einen Film gucken, wo Musik drin vorkommt. Das ist die Personengruppe, die das Kult, diesem Kultobjekt huldigt. Also in dem Falle jetzt hier Satan durch seine Musikagenda. So. Und die Kulthandlung, die ritualisierte Kulthandlung, ist das Abspielen der Musik. Das heißt, die Predigt wird angehört, obwohl sie nicht als solche erkannt und wahrgenommen wird. Und das Tanzen darauf ist dann die religiöse Handlung, indem man dann in Ekstase kommt und den Körper dann letzten Endes der Musik unterwirft. Denn der Körper passt sich ja dem Takt an. Deswegen machen wir auch noch irgendwann eine Sendereihe über überhaupt, was denn Musik ist. So, gehen wir mal weiter. Das ist nämlich alles, wenn wir so wollen, Musik und so weiter, wir hören es ja und wir bewegen uns darauf, das ist alles Materialismus. Und deswegen habe ich jetzt hier mal Römer 8 mal zitiert, damit wir wirklich sehen, dass halt eigentlich die Christen selber ja eine ganz andere Meinung dazu haben, weil es eben zwei verschiedene Menschen gibt, einen, die im Fleisch sind und einen, die halt einfach im Geist sind. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens ist in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht.
und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ja, vielen Dank. Das heißt letzten Endes, diejenigen Menschen, die den Materialismus huldigen, die also Kulthandlungen, materielle Kulthandlungen beispielsweise durchführen, wo man Objekte benutzt oder, ja, wie soll man mal sagen, Objekte bedient, die haben letzten Endes nicht den christlichen Glauben. Denn der christliche Glaube ist eine geistige Haltung. Der Glaube an Jesus Christus als Erlöser, als Sohn Gottes, das ist letzten Endes der Kern der wirklichen Urchristen und sonst gar nichts. Natürlich auch die 10 Gebote und sowas, aber im Endeffekt ist es dann so, dass es eine geistige Haltung ist und eben nicht mit materiellen Dingen in irgendeiner Art und Weise verwoben wird. Deswegen haben wir ja auch das Bilderverbot im 2. Gebot. Das ist ja nur mal ein Beispiel von vielen. Wenn wir uns jetzt aber mal im Gegenzug eine heidnische Religion angucken, wie beispielsweise jetzt eben in Ägypten, da war die Schlange ebenso die Verbindung zwischen Himmel und Erde sozusagen. Die Schlange repräsentiert eben Satan als materielle Kraft. Und eben durch die Verleihung sozusagen, durch dieses Instrument des Schlangenstabes selber, hat eben dann Satan sozusagen diese Kraft dem jeweiligen König bzw. Pharao gegeben. Und Pharao ist der Titel der Könige im alten Ägypten, also im antiken Ägypten. Das kommt von lateinisch Pharaonem oder aus griechischem Pharao. Oder hebräisch, oder, und heißt eigentlich großes Haus. Wie gesagt, der Experte für solche Dinge wäre hier Jean Ross. Blöderweise ist er kein Christ, was mir extrem leid tut, weil er ansonsten doch ein ziemlich helles Köpfchen ist. Aber wir können halt letzten Endes auch nur dazu, vielleicht hört er ja irgendwann mal diese Sendung, und das wäre natürlich eine absolute tolle Geschichte. Ne? Also wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen ihn, nur er versteht immer Ägypten als Wiege der Menschheit. Und das ist genau die Geschichte, die beispielsweise verschiedene andere heidnische Religionen oder auch Geheimgesellschaften, ich will jetzt keine nennen, vielleicht auch die mit F anfängt, auch so sieht. Weil eben die Pyramiden, die ist das einzige antike erhaltene Bauwerk, ist von monumentaler Größe, wo bis heute angeblich nicht bekannt ist, wie die denn entstanden sind. Aber das wird jetzt hier keine Lesung über die Pyramiden. Die hatten wir ja im Prinzip schon mal angedeutet. Dies wird eine Lesung über Luzifer, über den Gegner Gottes. Deswegen noch mehr Ägypten. Fangen wir erstmal an mit der Bibel. Ne? Luzifer erhebt sich nämlich hier. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern? Oh, Luzifer, Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Ja, vielen Dank, und ich muss dazu sagen, jetzt wird's eklig. Ja, jetzt wird's wirklich eklig, jetzt nehme ich kein Blatt mehr vor den Mund. Und eventuell müssen wir diese Sendung ab 18 machen. Ich weiß es noch nicht. Es geht nämlich jetzt um puren Satanismus. Luzifer erhebt sich. Luzifer rising. Wir haben festgestellt, er hat in der englischen Bibel hat er 5-mal I will gesagt. Ja, im Endeffekt ist es englisch übersetzt, ich will. Im Endeffekt heißt es aber doch eigentlich, ich werde. Fand ich immer schon mal eine interessante Geschichte. Habe ich, glaube ich, noch nie so erzählt. Könnte man auch mal eine interessante Lesung zu machen. Aber erstmal jetzt hier bei Ägypten. Lucifer Rising ist ein Kurzfilm von Regisseur Kenneth Anger, sowie Ärger. Ja? Der Mann macht auch eine ganze Menge solchen. Obwohl der Film 1972 praktisch fertiggestellt wurde, wurde er erst 1980 weit verbreitet, nachdem Bobby Beausoleil den fertigen Soundtrack Master abgeliefert hatte. Wir erinnern uns, Master, habe ich schon mal gesagt in der Lesung von Alan Parsons, ist das die Originalaufnahme. Okay, wer ist denn Kenneth Anger? Naja, der ist 1927 geboren worden, der heißt auch noch anders, der heißt Engelmeier. Und der macht also Underground-Filme und erzählt eine ganze Menge Stuss. Nämlich in seinem Buch Hollywood Babylon, interessante Geschichte, ne? Hollywood und Babylon zusammen. Da stehen angeblich eine ganze Menge Lügen drin. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich weiß nur, er ist Satanist. Er würde das nie so sagen, er würde immer sagen, er ist Luziferianist, und ich zeige auch nachher warum. Ja, aber das ist letzten Endes nicht wichtig. Wichtig ist, dass er einen Film gemacht hat, der in Ägypten spielt. Und er hat ab 11 Jahre Filme gemacht.
Und sein künstlerischer Ausdruck, sagt Wikipedia, ist stark durch seine Faszination für Übernatürliches und Aleister Crowley beeinflusst. Von Beginn an setzte sich Anger mit okkulten Themen auseinander. Er wurde später auch Mitglied des OTO, Ordo Templi Orientis, das heißt nicht umsonst Orient, der die Crowleysche Regie. Ja, meine Güte, schon wieder zum Beispiel der Crowleysche Religion namens Thelema Celebria. Thelema ist ein Wort, was in der Bibel vorkommt, was letzten Endes Willen bedeutet. Ja, steht wirklich in der Bibel so drin, im Alten wie im Neuen Testament. Aber wenn ich ein Wort aus der Bibel benutze und das halt im anderen Zusammenhang benutze oder für mich benutze, dann ist das eben mixing the holy with the profane. Also dann ist es eben dann der, wenn ich mal so will, dann der Sauerteig. Ne? Ich habe also ein fruchtbares Korn und mixe dann eine ganze Menge Sauerteig und das Ganze wird halt ungenießbar. Und genau so könnt ihr euch den Herrn Kenneth Engler da vorstellen. Okay, gut. Machen wir mal ganz am Anfang mal ganz sanft, seicht. Okay? Okay, dann das ist alles, was hier drin steht, ist letzten Endes der Willen Gottes, ja, wird als Thelema bezeichnet in der Septuaginta und letzten Endes nicht nur da, auch im Neuen Testament. Deswegen habe ich jetzt hier auf der nächsten Seite aus dem Neuen Testament, ich glaube aus dem ersten Korintherbrief, wenn ich richtig im Kopf habe, habe ich da Thelema mal benannt. Und Leute lassen sich davon verführen. Ja, also beispielsweise hier im Vater Unser steht ja auch drin, dein Wille geschehe. Leute lassen sich da verführen und es gibt völlig, ich habe da kein Wort für, es gibt Leute, die hier Theologen sind, ja, und sich Theologen nennen und dann erzählen von wegen, also Thelema würde den Lehren Jesu nicht widersprechen. Ne? Also tu, was du willst, sei das ganze Gesetz widerspricht angeblich den Lehren Jesu nicht. Also da fällt einem nichts mehr zu ein. Also das ist ungefähr genauso abstrus wie der Kirchen, Theologe Angenent dann erzählt, es wären nur 97 Opfer der ganzen Inquisition Todesurteile bekannt und verzogen worden. Also man, bei diesem Maß an Lügen fällt einem in dieser Welt überhaupt nichts mehr zu ein. Also er hat ein Wort aus der Bibel benutzt, ja, und hat damit eine ganze Religion gestiftet sozusagen. Das ist eben diese Religion, die dann heißt Thelema. Das Wort Thelema kommt aus dem Griechischen, ne? Das ist kein hebräisches Wort, okay? Ja, es gibt Das ist ein griechisches Wort. Und ja, habe ich das nicht gesagt? Der Punkt ist, du hast ja gesprochen über die Septuaginta. Ja. Ja, hier. Ja. Die Septuaginta. Die Septuaginta, für die Leute, das ist ja nicht, jeder weiß das ja nicht. Die Septuaginta ist die Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische, die vor der Zeit von Jesus Christus bereits getan wurde, weil Griechisch war damals die Sprache der Welt, die Weltsprache wie heute Englisch. Ja. Und von daher sind halt viele Ausdrücke aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt worden. Ja, weil man hat die Bibel aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt. Das ist genauso eine Falschübersetzung, wie wenn man die Bibel aus dem Hebräischen ins Lateinische übersetzt. Ja? Dann aber eben den Punkt darauf hinweisen. Und wenn man halt das Wort Thelema im Griechischen hat, im sogenannten Alten Testament, dann nur, weil man das in der Septuaginta hat. Und die Septuaginta ist ein falsches Buch, ist keine echte Bibel, also ist keine wahre Bibel, ist nicht dem wahren Wort Gottes entsprechend. Ja? Ist genauso wie eine Bibel, die wir heute haben, auf Basis des Nestle-Aland-Text oder Westcott und Hort oder Schofield-Bibel oder wie auch immer. Ja? Diese ganzen verfälschten Texte. Ja? Septuaginta ist verfälscht. Und da kommt das Wort Thelema dann auch drin vor, im Alten Testament, weil es ist ja griechisch, sonst würde ja sonst verstehen ja, Leute ja nicht, wieso das Wort Thelema im Alten Testament vorkommt. Klar. Genau, genau. Der Punkt ist nur, es ist im Alten wie im Neuen Testament, du hast ja vollkommen recht, es ist da letzten Endes der Wille, ja, und zwar ein göttlicher Wille auch benannt. Ne? Darum geht es ja. Das heißt, der Wille selber wird jetzt hier zur Doktrin erhoben, ja. Also, dass es der Wille eines Gottes wäre, dass man dann selber Gott ist und sein eigener Wille letzten Endes, weil man ja selber Gott ist, ne? Das ist ja hier Genesis 3,4, die Schlange, die dann sagt, ihr werdet sein wie Gott. Und er wird erkennen, was gut und böse ist. Das hatten wir in der letzten Sendung. Eben der eigene Wille über allem steht. Ne? Tu, was du willst, sei das ganze Gesetz. Das ist ja letzten Endes das. Und das ist eben da der Wille. Ja, Liebe durch Willen. Das ist eben Thelema. Also der Wille ist dann alles. Ne? Geht eben nicht um Liebe. Es geht um Willen. Es geht um Macht. Und es geht um einen selbst. Es geht um puren Egoismus. Das muss man erstmal so. Das hört sich erstmal gar nicht so schlimm an irgendwie, weil unsere ganze Welt so ist. Aber wenn man es dann so wirklich konkret lebt, dann gucken wir uns das mal an hier.
Also. Naja, also wenn Wille ein anderes Wort für Liebe ist, dann erklärt sich ja, warum die römisch-katholische Kirche so viel Liebe predigt. Da geht es ja um den eigenen Willen anstatt den Willen Gottes, nicht wahr? Ja, es geht einfach für diese Menschen darum, dass die ihren Willen durchdrücken und ihre Willen letzten Endes zur Doktrin erheben. Denn tu, was du willst, du willst. Ja, tu, was du willst, nicht tu, was Gott will. Ja, tu, was du willst, dann damit ist doch schon klar, damit erhebt die Thelema jeden Anhänger zu einem Gott. Ja, ja. Jeder ist nur für sich verantwortlich, denn sein Wille ist heilig. Ja, nicht dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe, wäre es dann ja in der Thelema, ne? In dieser Religion, Stiftung da. Ja, und deswegen, ich bin ja nach der Schlangenlehre bin ich ja auch selber Gott, also ist mein Wille eben ja göttlicher Wille. Genau, genau. Und der Punkt, der ist, kommt nämlich jetzt ganz fies, der Punkt ist ja der, dass jetzt in dieser Thelema-Lehre ja jetzt jeder nicht nur Gott ist, sondern jeder letzten Endes jetzt auch seinen Willen ausleben will. Und jetzt ist natürlich das Problem, was passiert, wenn jetzt mehrere Parteien aufeinander prallen, dann gibt es ja niemanden, der nachgibt, weil jeder sich für Gott hält. Ne? Also ist dann schwierig, wenn du dir das mal vorstellst, in einer Rush-Hour, jeder kommt von einer Seite und jeder hat einen Truck, dann wird es wirklich eng. Ne? Also dann kommt es auf jeden Fall zu Unfällen und darum geht es jetzt hier. 1950 reiste Herr Enger nach Paris und traf dort neben Edith Piaf, La Vie en Rose. Also, Edith Piaf hat etwas zu tun mit Kenneth Anger. Also, Edith Piaf hat etwas mit einem Satanisten zu tun. Auch interessant mal zu wissen, ja. Seinen Aufenthalt in Europa nutzte Herr Anger 1955 für eine Reise nach Cefalù auf Sizilien, um dort die verfallenen Ruinen der Abtei Thelema des britischen Okkultisten Crowley fotografisch zu dokumentieren. Und das ist eine falsche Übersetzung, denn er ist nicht Okkultist. Er ist Satanist. Er ist jetzt nicht nur so ein bisschen Okkultist und guckt mal so mit seinen Tarotkarten so ein bisschen da rein. Er ist absoluter Satanist. Während dieser Reise entstand der heute als verschollene geltende Dokumentarfilm Thelema Abbey. Damit ist er eine super Gesellschaft. Da gibt es einige Menschen, die verschollene Filme haben. So, die Abtei Thelema war eine magisch-religiöse Gemeinschaft, damit wissen wir schon eine satanische, die von dem britischen Satanisten Aleister Crowley 1920 nahe der sizilischen neanischen Stadt Cefalù gegründet wurde. Was hat jetzt immer noch alles mit Ägypten zu tun? Wir werden es rausfinden. Naja. Tu, was du willst. Alles ist erlaubt. Tu, was du willst. Ne? So. Eine Abtei ist ein Kloster, dem regulären Abt oder eine Äbtissin vorsteht, was ja schon mal strange ist, wenn ich mir den Paulusbrief mal angucke im Neuen Testament, von wegen das Verhalten der Frauen und Lehren und so. Naja, also für gewöhnlich besitzen lediglich die monastischen Orden und Regularkanoniker der katholischen Kirche Klöster im Ränge einer Abtei. Eine Ausnahme bildet hier die Abtei St. Thomas in Altbrünn der Augustiner und so weiter und so fort. So, und diejenigen Propsteien und Regularkanoniker, denen ein infolierter Propst vorsteht, sind in Abteien rechtlich gleichgestellt. Da kann man da sehen, was Satan den ganzen Tag zu tun hat, nämlich uns nur mit 500 Millionen Fremdwörter hier beschäftigt zu halten. Und auf diesen Trick falle ich jetzt hier nicht rein. Die Abtei Thelema, also wenn es eine Abtei ist, muss es auch einen Abt geben, einen Vorsteher. Wer soll das wohl sein, außer der Herr Crowley selber? War eine magisch-religiöse Gemeinschaft, das wissen wir alle schon. Der Name ist dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais entlehnt. Der Riese Gargantua baut die Abtei Thelema, die das Gegenstück zu einem die gewöhnlichen Kloster darstellt. In ihr leben Männer und Frauen gemeinsam, einzig ihrem Willen genäß, nach der einzigen Regel keine zu haben. In dem alles erlaubt ist, kann jeder zu jeder Zeit tun und lassen, was er will. Tu, was du willst. Ne? Der jetzige Status, der jetzige Zustand von Crowleys Abtei ist also, naja, also total schwer beschädigt und so weiter und so fort. Und eine seiner Rekrutinnen, Mary Budd, hat gesagt, es war eine Sache, um eben in Ritual des Kuchen des Lichtes zu partizipieren und vorzubereiten, wo halt Crowley in einer scharlachroten und schwarzen Robe eben einen Cockerel, ist das ein Hahn? Cockerel? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das müssen wir mal eben nachschauen. Ich meine, das ist ein Hahn. Hört sich aber Cockroach, Cockerel. Hähnchen, ja, junger Hahn. Und Hähnchen, okay, ja. Ja.
Ja, genau. Ja, wo er eben ein Hähnchen geopfert hat, wegen dem Blut. Aber eine andere Sache war eben, da mitzumachen in Bestialität. Bestialität, könnt ihr euch vielleicht etwas vorstellen. Bestialität heißt, Sodomie. Könnt ihr euch vielleicht auch was drunter vorstellen. Ne? Sodom und Gomorra, da sind wir jetzt live dabei. 1920, ne? Also von wegen Sodom und Gomorra ist tausende Jahre, ne. Gibt es dauernd auf dieser Welt, überall. Überall. Man redet vielleicht noch nicht so genau darüber, aber es wird halt immer populärer. Denn die Bibel wird sich erfüllen. Auch das Buch der Offenbarung, das genau davon spricht, über diese Geschichten. Ne? Sexualmagie war ein Teil der Philosophie von Crowley, die daran kulminiert ist, gegipfelt ist, dass halt einer seiner Schüler eben in einem Sexualverkehr mit einer Ziege sich da begeben hat. Und diese Ziege hat eben den Teufel symbolisiert. Ne? Welch ein Zufall, wenn wir an Eliphas Levi denken mit dem Baphomet und dem Ziegenkopf. Ne? Ganz genau die Geschichte. Man darf auch nicht vergessen, Crowley selber, sein Name Crowley selber war Baphomet. Das ist der Name, den er sich selber gegeben hat. Ne? Ja, ich habe ja gesagt, das wird nicht lustig hier. So, er hat und, ja auch gesagt, dass er der wiedergeborene Levi ist, ne? Ja, das habe ich in der vorletzten Sendung mal gesagt. Ja, ne? Genau. Weil er ist ja, glaube ich, 3 Monate nach dem Tod von dem ja, Levi richtig. Er ist geboren ganz kurz, worden, ne? Ganz kurz danach geboren. 1875, wenn ich mich nicht irre, ne? Richtig, ja, genau. Habe ich auch im Kopf. Richtig, gut. Das ist einer, der richtig hier mitschreibt. Ja. Crowley hat regelmäßig Reisen unternommen nach Palermo im Hotel de Palme, wo auch Richard Wagner 40 Jahre vorher Parsifal komponiert hatte. Auch interessant, ne? Richard Wagner, da gibt es ja so einige fiese Leute, die den als Referenz haben. Und dann eben in Naples, dann eben nach Drogen und so weiter und Prostituierten und alles gesucht hat, ne? Und so weiter und so fort. Und dann ist er eben auch den eifersüchtigen Streitereien seiner zwei Konkubinen da aus dem Weg gegangen, und zwar Lia und Ninette. Ne? Also die erste und die zweite Konkubine, damit ihr mal ungefähr eine Vorstellung davon habt, was dieser Mensch in seinem Leben gemacht hat. Das war nicht eine vernünftige Sache anscheinend dabei. Und das ist nicht mehr viel, was noch übergeblieben ist von dieser Geschichte. Das kann alles nachträglich gemacht sein. Ja, auch da mit Runen und mit Kreuzen und alles, das kann alles nachträglich, das ist alles kein Beweis. Es gibt interessantere Dinge, die man dazu wissen muss. Ja, wie gesagt, er bezieht sich ganz prominent auf Ägypten. Darf man nicht vergessen, hatten wir ja schon mal in der vorletzten Sendung gesagt. So, eine seiner Leute da, Lia Hörsing, schreibt in ihren Memoiren: Ich habe eben mich selber total dieser großartigen Arbeit hingegeben. Ich möchte unbedingt für die Zauberei und Hexerei arbeiten. Für die Bosheit. Wickedness. Oder für die Bosheit, ja. Ich werde mein Herz umbringen. Ich wär total schamlos vor allen Männern sein. Und ich werde mich ganz offen meinen Körper allen Kreaturen prostituieren. Und wenn die sagt, allen Kreaturen, meint die das auch so? Wie die Geschichte von der russischen Zarin zum Beispiel, von der man sich ja auch sowas erzählt. Ja nun, also to all creatures, das heißt eben allen Kreaturen, das heißt nicht nur allen Menschen. Ja, ne, eben, deswegen sage ich das ja mit der Katharina. Gibt es ja auch einen anderen Vers in der Bibel, der genau das sagt, ne? Also allen Kreaturen. Ja. Genau. Okay, machen wir weiter. So, als diesem Ort sollte eben dann in Cefalu, sollte eben ein spirituelles Zentrum entstehen, ein Kollegium ad Spiritum Sanctum. 3 Jahre lebten er und seine Anhänger nach selbst auferlegten Regeln. In dieser Zeit wurde die Gemeinschaft von vielen Gästen besucht, die sich für Crowleys magische rituelle Praktiken interessierten. Die Finanzierung des Projektes und das Zusammenleben im Landhaus gestalteten sich jedoch schwierig. Zudem erweckten die Rituale und der Drogenkonsum das Misstrauen der Einheimischen und schließlich auch der Behörden. Als 1923 der britische Student Ryall Loveday, einer der Gäste der Abtei, verstarb, wurde Aleister Crowley von der italienischen Regierung des Landes verwiesen. Ist ja interessant, ne? Wenn irgendjemand stirbt, wird man normalerweise ja nicht des Landes verwiesen. Naja, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Also, Ryall Loveday, Cephalo Prophet, aus der Seite ghostblooms.astonblogspot.com. Referenz kann ich jetzt nicht machen, weiß ich jetzt nicht, wie gut diese Seite ist. Ich habe einfach jetzt mal hier gesammelt. Also,
For the next few weeks, Raoul studied his magic work performing the Lesser Banishing Ritual daily. Also in den nächsten Wochen hat eben Raoul seine magische Arbeit studiert und hat eben das Lesser Banishing, also das geringere bannende Ritual täglich vollzogen und hat also sehr große Fortschritte gemacht. Und da in Abbey hat eben er als der Hohepriester während der Ritualarbeit gedient. Okay. Und hatte den magischen Namen das magische Licht. Ja, und seine Freundin oder Frau Betty hat eben die Arbeit da überhaupt nicht toll gefunden, das Leben nicht toll gefunden. Sie fand es einfach nur dreckig und sie hat eben weder mit Crowley noch mit der Frau Chambray da in irgendeiner Art und Weise jetzt da was vernünftig zu tun gehabt. Und jetzt überlege ich gerade, ob Alf nicht Gordon Chambray hieß. Oh wei, oh wei, oh wei, da kommen ja schon da Dinge. Hieß er, ja. Ach du Schande. Ja, so. Lesser Banishing Ritual. Hier steht nicht drauf auf The Pentagram, aber nochmal. Also wir reden hier auf jeden Fall von solch ähnlichen Geschichten. Ich habe jetzt nicht Crowleys komplette Biografie. Im Endeffekt interessiert er mich auch nicht. Ich weiß nur bei den Leuten, wo ich vor 25 Jahren, naja, ungefähr 25 Jahren in Anführungsstrichen gelernt oder reingehorcht habe, dass da also Crowley absolut on top war. Ich kenne die Gründe auch, ich möchte sie nicht alle nennen. Das ist, wird zu eklig hier. So, Lesser Banishing Ritual of the Pentagram. Wo kennen wir das denn her? Na, Kate Bush irgendjemand? Das ist jetzt alles hier reinkopiert aus eben der Kate Bush-Lesung. Ja. Also, was Aleister Crowleys Jünger damals gemacht haben, machen dann die anderen Menschen heutzutage auch. Das ist übrigens auch dieselbe Pose wie Osiris, habe ich glaube ich schon mal gesagt, dieses X. Ja. Und das ist auch die Pose, die jetzt hier die Kate Bush in Wuthering Heights zum Beispiel macht. Nur kann natürlich alles ein Zufall sein, weil Kate Bush würde ja niemals, oder doch, ne? Nein. Sachen gibt's, ne? So, gehen wir weiter. So. Also, Aleister Crowley und die Abtei in Cefalu. Da seht ihr noch ein paar andere Bilder, jetzt, die jetzt hier kommen. Wie gesagt, nichts Genaues, in welcher Zeit was gemacht worden ist, sieht man nicht. Ich sehe da jetzt nur ein zugemauertes Fenster mit irgendeiner schwarzer Folie. Fiel mir direkt eine Reminiszenz ein. Weiß auch nicht, wo die wieder herkam. Aber ist halt einfach nur mal, um ein bisschen aufzulockern hier. Soll, noch ein bisschen, soll ja noch ein bisschen, soll ja nicht allzu fies werden heute hier. Ne? So. Also, weiter geht's. Er war damals in Sizilien und hat da eben, genau, das haben wir eben schon festgestellt und so weiter und so fort, ne, das hat er eben da alles zelebriert. Und er hat letzten Endes noch ein paar andere Sachen gemacht damals. Und interessant ist jetzt eben genau dieser Raoul Loveday. Das sehen wir jetzt in den kommenden Seiten. Das Skript ist, wie gesagt, jetzt nicht hundertprozentig perfekt. Ja, genau, das ist alles jetzt doppelt hier. Ich sage ja, das ist nicht perfekt, aber dafür schaffen wir wenigstens ein paar Seiten jetzt hier. Ja. Genau, also wir müssen jetzt alles da gar nicht großartig jetzt uns angucken, nur bis zum nächsten Roten mal wieder sozusagen da. Also so sieht es da oder so sah es da dann mal aus. Ja, und ja, so. Sie hat später gesagt, also eine junge Telemitin, ein junger Telemit namens Ryo Loveday hat eben dann die Abbey besucht mit seiner Ehefrau Betty May. Während er Crowley ergeben war, ja, hat eben seine Freundin eben ja, das Leben in der Kommune irgendwo so verbracht. Und sie hat später behauptet, dass er eben das Blut von geopferten Katzen trinken musste und dass er eben sich mit ja, Rasiermessern und so weiter schneiden musste und immer da ich und so weiter gerufen hat oder I und so weiter und so fort. Und dann hätte er wohl einem ja, in einem verschmutzten Gewässer getrunken und hat eben dann eine Infektion bekommen, die halt eine Darminfektion bekommen, die halt eben dann seinen Tod im Februar 1923 dann ausgelöst hätte. Hm? So, und eine ganze Menge Menschen haben dann Crowley da eine Mitschuld gegeben. Die Frage ist, ob das wirklich der originale Grund gewesen ist. Auf jeden Fall hat Benito Mussolini 1923 dann einfach die Italien rausgeworfen und dann halt später die Abtei auch ohne den Crowley dann schnell geschlossen. So, über den Raoul gibt es interessante Geschichten, denn Raoul letzten Endes war nicht allzu dumm. Der hat nämlich da eine Oxford University da besucht und hat eben dann, und Betty May hat eben dann 1929 ihre Autobiografie Tigerfrau 1929 veröffentlicht. Und sie schreibt jetzt Folgendes.
Wir waren verheiratet in Oxford, kurz nach dem Ende des Sommers. Dann stand ich vor dem Registrator, ich schätze mal die Heirat und so weiter und so fort, ja, dieses Mal mit meinen eigenen Schuhen. Raoul, weniger erfahren als ich, war sehr, sehr nervös und während der Krise der Zeremonie ist eben der Ehering gefallen und rollte in eine Ecke eines Raumes. Einer der Zeugen oder Trauzeugen krabbelte dahinter und ja, und so weiter und so fort. Und Rauls Hand hat eben dann gezittert, als er mir den Finger dann beim zweiten Versuch übergestreift hat. Und ich habe eben dann dieses Office, diesen Raum dann eben sehr, sehr komisch dann eben verlassen. Ich fühlte mich halt unwohl. War eben dieses Abstreifen des Ringes oder dieser vergebliche Versuch, hat es irgendetwas mit der Prinzessin Amun-Ra zu tun? Ich wusste, es war ein böses Omen. Amun-Ra zum Beispiel wird ganz oft in der ägyptischen Mythologie benutzt, um unser Gebetsabschluss Amen zu verhohnepiepeln, ne? Also das ist auch wieder so eine Geschichte, dass das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Und das ist letzten Endes natürlich alles nur Thema der Verwirrung vom Teufel. So, wo wäre die oder würde diese Heirat ein Misserfolg werden? Wir spazierten durch den Garten von St. John und irgendjemand hat uns vorgeschlagen, lass uns doch ein Bild von euch beiden machen. Wir standen neben einem der Bäume und er hat eben einen Schnappschuss gemacht. Unter einem der Bäume hat einen Schnappschuss gemacht. Als dieser Abzug ausgedruckt war, war eine geistliche Form eines dünnen jungen Mannes über dem Kopf meines Ehemanns. Ich dachte, er wäre am Schlafen oder tot und seine Arme wären irgendwo erhoben hinter seinem Kopf und so weiter und so fort. Und wir waren amüsiert über diesen spukigen Abzug, aber ich fühlte ein unbeschreibliches Gefühl der Anxiety, der Aufgeregtheit oder so, obwohl ich darüber gelacht habe. Ja, und, Spannung, Anxiety. Oder Spannung, ja. Später in meiner Geschichte werdet ihr erfahren, wie meine Ängste gerechtfertigt wurden und wie unglaublich diese Warnung war für die Dinge, die danach kommen sollten. Also interessante Geschichte auf jeden Fall, finde ich. Ne? Okay, machen wir mal weiter. Es ist alles nichts rot markiert, also gehen wir zum nächsten rot markiert. So, das ist der Beerdigungswagen, der angeblich da diesen Leichnam transportiert hat. Ich habe ihn extra mal hier reingemacht, weil das Ding kommt mir doch ein bisschen sehr spooky und ein bisschen sehr strange vor irgendwo. Aber gut. So, und ja, er ist, wie gesagt, angeblich einer Darmentzündung gestorben. So, und es gibt genug Sachen über Aleister Crowley, genug Bücher und so weiter, die man lesen kann, die man bitte nicht lesen sollte. Ja, wo er letzten Endes sich beispielsweise hier als chinesischer Gott und so weiter da darstellt. Er ist immer der große Zampano und er hat letzten Endes eigentlich nur aus seiner Habenseite, dass er letzten Endes einen super Draht zur anderen Seite hatte. Ne? Er als Mensch selber, naja. So, gehen wir mal weiter wieder jetzt zu Kenneth Anger. Kenneth Anger hat ja eben verschiedene Sachen gemacht. Ich hatte eben schon gesagt, Lucifer Rising, weil wir kommen immer jetzt wieder zu Aleister Crowley, weil eine ganze Menge Leute jetzt in der Musikbusiness auch sich auf ihn beziehen. Kenneth Anger hat jetzt nicht nur Lucifer Rising gemacht, sondern auch Invocation of My Demon Brother. Ja, also sehr interessant. Und Scorpio Rising und so weiter und so fort. Und er ist immer noch am Leben, er ist selber homosexuell und so weiter und so fort. Und jetzt kommen ein paar Geschichten, die euch wirklich zum Nachdenken bringen sollten, in dem nächsten rot markierten Abschnitt. Ja, in den späten 60er Jahren zog er nach London, wo er Mick Jagger von The Rolling Stones traf, den er zu dem Lied Sympathy for the Devil inspirierte. Jagger schrieb im Gegenzug 1969 die Musik für den Film von Kenneth Anger Invocation of My Demon Brother, die Einweihung meines dämonischen Bruders. Und es wird noch viel besser. Guckt euch mal den Cast an hier. Kenneth Anger als Magier, Anton LaVey als seine satanische Majestät. Und ich habe schon immer gesagt, Anton LaVey ist ein schlecht bezahlter Schauspieler.
Und Bobby Beausoleil, der Mann mit dem Master-Soundtrack, hat eben als Lucifer da mitgespielt. Interessant, oder? Geht noch weiter. Heißt ja satanische Medienagenda. Und Mick Jagger hat sich einfach selber gespielt. Na, ist doch eine richtige Win-Win-Situation, oder? Wenn ich einen satanischen Film spiele und der andere sagt, Mensch, schreib doch mal ein Lied über den Teufel. Und am besten dann auch noch mit einem mit ganz viel Pentagramm und Halbmond und tausend anderen Sachen, die da sind. Ne? Also diese Filme strotzen nur von Sachen, die man nicht sehen muss. Aber wie gesagt, ist eine Lesung hier über Ägypten. Warum komme ich dazu? Na, weil Kenneth Anger nicht nur Invocation to My Demon Brother gemacht hat, sondern auch den Film Lucifer Rising. Und der spielt in Ägypten. Ne? Tu, was du willst. Steht da hinten auf der Tür. Und die Tür ist ein Eingang. Ist ein Portal zu einer anderen Welt. Die wissen schon ganz genau, warum die ihre Cover auswählen. Deswegen herzlich willkommen zu den Rolling Stones. Sympathie für den Teufel. Sagen Rolling Stones, da fehlt ein T, und Motorhead. Ja, die haben es nämlich dann später aber auch gemacht. Also im Endeffekt alles dasselbe. Sympathy for the Devil. Dieser darf irgendwie nicht fehlen in der satanischen Musikagenda, glaube ich, oder? Bitte erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Please allow me to introduce myself. Ich bin ein Mann von Reichtum und Geschmack. Ich bin schon seit einem langen, langen Jahren da. Hab vielen Menschen die Seele gestohlen, um sie zu verschwenden. Ich war dort, als Jesus Christus seinen Moment des Zweifels und des Schmerzes hatte. Das alleine schon bei diesem Satz hier. Boah, ne? Ich bin verdammt sicher, dass Pilatus seine Hände in Unschuld wusch und sein Schicksal besiegelte. Schön, Sie zu treffen. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Also, schön, Sie zu treffen. Ich hoffe, du errätst meinen Namen. Ne? Nochmal, das Lied heißt Sympathy for the Devil. Also, wenn er jetzt sagt, hope you guess my name, ist nicht so schwer, oder? Oder doch? Denn was dich verwirrt, ist nur die Natur meines Spieles. Also, er ist der große Verwirrer. Er sagt jetzt hier, also Mick Jagger als Sprachrohr Satans. Ich blieb in St. Petersburg, aber als ich sah, es war Zeit für eine Veränderung, habe ich den Zaren und seine Minister getötet. Guck mal, da sind wir schon wieder bei der sogenannten Revolution, einer Revolution, einer Oktoberrevolution, glaube ich, hieß sie sogar. Anastasia schrie vergebens, ich fuhr einen Panzer und hatte den Rang eines Generals. Als der Blitzkrieg tobte, da sind wir beim Zweiten Weltkrieg, und die Leichen stanken, schön sie zu treffen, ich hoffe, du errätst meinen Namen. Denn das, was dich verwirrt, ist nur die Natur meines Spiels. Komm schon, schön sie zu treffen, hoffe, du hast meinen Namen erraten. Naja, denn was dich verwirrt, ist nur die Natur meines Spiels. Ich sah mit Freude zu, wie deine Könige und Königinnen seit Jahrzehnten für die Götter kämpften, die sie selber gemacht haben. Ich rief, wer hat die Kennedys getötet? Ne? Denn immerhin, du und ich, lassen Sie mich bitte vorstellen, ich bin ein Mann von Reichtum und Geschmack. Ich habe Fallen für Troubadoure gelegt, die getötet wurden, bevor sie Bombe erreichten. Schön, Sie zu treffen. Ich hoffe, Sie haben meinen Namen erraten, Uje. Aber was Sie verwirrt, ist nur die Natur meines Spieles. So wie jeder Polizist ein Verbrecher ist und alle Heiligen die Sünder. Da der Kopf der Schwanz ist, nenn mich einfach Lucifer. Weil ich etwas Zurückhaltung brauche. Also, wenn du mich triffst, hab etwas Höflichkeit. Haben Sie etwas Sympathie und etwas Geschmack? Nutze all deine gut auswendig gelernte Politik. Ich werde da Ihre Seele verwüsten. Oh ja, schön, Sie zu treffen. Ich hoffe, du hast meinen Namen erraten. Oh ja, was dich verwirrt, ist nur die Natur meines Spieles. Ah ja, runter geht's. Was ist mein Name? Welcher ist mein Name? Lucifer. Das ist mein Name, Baby. Baby gleich Babylon. Ah ja, komm schon. Also ist Lucifer gleich der Teufel. Guck mal. Uns wird erzählt heutzutage mit der Fernsehserie Lucifer. Lucifer wird jetzt der Gute. Entschuldigung. Was sagt denn jetzt hier Mick Jagger, Sympathy for the Devil? Ja, der sagt jetzt einfach, der Name des Teufels ist Lucifer. Ja, so einfach kann es gehen. Sympathy for the Devil. Ich habe immer gesagt, Rolling Stones mache ich nicht. Ist viel zu offensichtlich. Ja, ein Lied und schon hast du die ganze Gruppe durch. Und der Mensch spielt jetzt auch noch im satanischen Film die Einweihung meines dämonischen Bruders. Geh mal weiter im Skript. Die Arbeiten an dem Kurzfilm Lucifer Rising, also den nächsten Film, wurden oft unterbrochen. Die erste Version konnte aufgrund der Inhaftierung des Hauptdarstellers Bobby Beausoleil wegen Mordes nicht festgestellt werden. Für die zweite Version konnte Anger für die Rolle der Lilith, oh, Peter Gabriel irgendjemand, Marianne Faithfull gewinnen, toller Name, ne? Der ist wirklich echt. Und für die Rolle des Osiris, damit sind wir bei den Gottes und der Unterwelt, den Regisseur Donald Cammell. Die zweite Version scheiterte zunächst an der Zusammenarbeit mit dem damals drogensüchtigen Jimmy Page für den Soundtrack. Ha, Jimmy Page, kennt ihn irgendjemand von euch?
Dieser wurde dann letztlich von Bobby Beausoleil im Gefängnis eingespielt. Deswegen hat es auch bis 1980 gedauert. Erst mit der letzten überarbeiteten Fassung von 1980 war Enger zufrieden. Okay, gehen wir weiter. Ja, Auszeichnungen und so weiter und so fort. So, das ist Lucifer Rising. Das ist der Film. Den kann man sich überall angucken. Hier, Music by Bobby Beausoleil steht da oben drüber. Ne? Lucifer Rising. Prägt euch bitte gut diese Symbolik ein. Ich meine jetzt nicht unbedingt nur die beiden Hörner links und rechts und dieses Telema-Zeichen oben links, dieses unikose Hexagramm, was da links ist. Ja, oder das Ankh, was da unten rechts ist. Oder den Käfer, der da unten links ist. Ja, und links und rechts diese Flügel, die da sind. Ja, diese Sachen werden euch jetzt noch öfter begegnen und die haben alle mit Ägypten zu tun. Alle. Gehen wir weiter. Das ist der Film. Ich habe den in der Langfassung, das heißt, ich habe den in der kompletten 30-Seiten-Ausführung, da werden wir einige Sachen draus zitieren. Hier nur mal erstmal Symbolsprache. Guck mal hier. Sie, ne, Isis, hat letzten Endes nicht nur diese Hörner da, ne, und den Stab, sondern sie hat auch das Ankh. Ja, sie ist die Hohepriesterin. Natürlich steht sie für die Fruchtbarkeit, deswegen hat sie auch wenig anzuziehen. Machen wir weiter. Ja, sie reckt sich ja gegen Himmel. So, da haben wir unschwer zu erkennen, der Mann, der immer die Arme verschränkt. Ja, das ist hier nicht Kate Bush, das ist Osiris, wie immer. Ja, unten links Referenz zu David Bowie, Ausgabe Nummer 96, wiedergeölte Blitz. Alistair Cowley links, David Bowie rechts, alles Osiris-Pose. Alles bezieht sich darauf. Alles. Ja, so, der Stab wird nach oben gereckt, der Stab symbolisiert die Schlange, haben wir schon mal gesagt, ja, der Stab symbolisiert die Kraft Satans, die auf die Erde niederkommt und so weiter und so fort. Gehen wir weiter. So, nochmal Osiris zum Warmlaufen. Ja, das ist nochmal reinkopiert. So, er hebt jetzt auch seinen Stab, ne, er muss die Verbindung von oben nach unten. Wir erinnern uns an die Tarotkarte Nummer 1, den Magier, ne, der ja auch von oben aus mit seinem magischen Stab dann da die Sache nach unten ableiten muss. Ne? So, nochmal sie hier. Das ist, wie gesagt, jetzt alles so. Und da kommt ein großer Blitz. Oh nein, wer kenne ich den Blitz denn hier? Lukas 10, 18. Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Na, da ist der Blitz. Oder da sind ein paar Blitze. Ist jetzt ein B-Movie. Ne? Also ist keine teure Hollywood-Produktion. Ne? So. Und guck mal, ich habe doch gesagt, am Anfang dieser Serie, da Ägypten 1, habe ich auch gesagt, guck mal hier, vom kalten Norden in den feurigen Süden, da wo die Sonnengötter ja, genau, ne? Ja, richtig. Ne? So, da seht ihr Stonehenge. Ja, warum ist denn jetzt hier Stonehenge in diesem Skript denn jetzt, ne, dass ihr ein paar Pointen versaut. warum ist denn Stonehenge jetzt hier bei Lucifer Rising schon wieder erwähnt worden? Uns wird da verkauft, dass Stonehenge ein Observatorium war. Und ich sage, das war alles andere als ein Observatorium. Ja, das ist genau natürlich nach gewissen Sternen, Fixsternkonstellationen gebaut worden, ausgerichtet worden, wie die Pyramiden auch. Aber das ist kein Observatorium. Definitiv nicht. So, hier haben wir Leute, die eine Fackel tragen. Guck mal, weißt du, warum die eine Fackel tragen, Jörg? Lichtträger symbolisieren sie, den Luzifer. Ja, weil die keine Taschenlampen hatten. Eine Fackel ist auch viel schöner. Ja. Da kam was mit Fackel, ne? Entschuldigung für die zwei Seiten gerade eben, aber ich fand, wenn wir auf die erste Seite zurückgehen, fand ich passend. Ja, klar, war ja auch gut. Du siehst, dass alles irgendwo seinen Sinn macht hier, ne? So, das ist Marianne Faithfull. Marianne Faithfull hat nicht nur ein paar interessante Sachen gemacht, Broken English zum Beispiel hat sie gemacht und The Ballad of Lucy Jordan und so weiter. So ein paar Hits in Deutschland hat die sogar gehabt, die Dame. In der Boulevardpresse wurde sie eben durch ihre Liebesbeziehung zu Mick Jagger bekannt, der angeblich den Song Wild Horses auf dem Stones-Album Sticky Fingers für sie komponierte. Der Song Sister Morphine vom selben Album erstammt neben der Feder von Faithfull ebenfalls der von Keith Richards und Mick Jagger und beschreibt Faithfulls Drogensucht. Im Leben des Paares, sprich Jagger, Faithfull, spielte Drogenkonsum bereits eine Rolle. Im hohen Maße abhängig wurde Faithfull jedoch nach der Trennung von Jagger. Mal weiter. Dass sie 1971 in Paris in die mysteriösen Todesumstände von Jim Morrison, wir reden jetzt hier über den Bandleader von The Doors, ne, Break on Through to the Other Side oder Riders on the Storm oder Light My Fire, der mit dem militärischen Papa,
verwickelt gewesen sei, stellte sich dagegen als falsch heraus, insbesondere die Theorie, Faithfull sei bei Morrisons Leiche gewesen und habe ihm sogar quasi als Sister Morphine den goldenen Schuss gesetzt. Wie Faithfull in ihrer Autobiografie detailliert beschrieb, bezogen sie und Morrison ihr Heroin lediglich von derselben Person. Darin bestand die einzige Verbindung zu Morrisons Tod. Müssen wir jetzt erstmal glauben. Habe ich ja mal nachgeforscht und sie sagt, das jetzt hier aus und das habe ich jetzt hier auch nochmal recherchiert. Also das war ein gemeinsamer Freund namens Jean de Breteuil, ein Drogendealer, der wohl die Heroin und so weiter da wohl alles da bereitgestellt hat. Also wir sehen, die Jungs haben alle Drogen, oder die Mädels auch, die haben alle Drogenprobleme. Ne? Von ihrer Heroinsucht löste sie sich erst 1985 vollständig. Das wollen wir für sie hoffen. Ja? So. Und sie hat dann halt Brustkrebs gehabt und hat dann noch lange Zeit an Hepatitis C gelitten und was weiß ich noch alles gelitten. Auf jeden Fall, sie hat ein sehr ungesundes Leben gelebt. Gehen wir mal weiter. Anfang 2020 wurde sie wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem Londoner Krankenhaus behandelt. Na, was soll man dazu noch sagen? Es verfolgt uns ja überall, ne? So, hier haben wir hier aus... Nee. Ich habe ja noch nichts dazu gesagt. Hier haben wir jetzt hier beispielsweise einen magischen Zirkel, ja, wo drauf steht Babylon, das ist die Crowley-Interpretation von Babylon, das muss aber bestimmte Zahlenwerte ergeben. Da haben wir draufstehen Lilith, dann haben wir Luzifer da draufstehen, dann haben wir Nuit, dann haben wir Nadit, dann haben wir Rahuakuit, das ist die Geschichte mit dem Abwärtspyramide bei Lady Gaga. Ja, so, und Chaos. Ne? So viel auch mal zu der Chaos-Theorie, die hat auch noch einen ganz anderen Ursprung. So, und da sehen wir halt so, so komische Rauten. Die Raute der Macht. Ja, und auch Kerzen drumherum. Ja, daran wissen wir schon, dass es ein magischer Kreis ist. Diese Kerzen stehen auch in bestimmten Symbolen. Das sieht man jetzt nicht so gut. Ja, stehen da auch in gewissen Symbolen. Gewisse Sterne. Ja, so. Und jetzt guckt euch mal die alten Spielkarten an. Ja, ich habe jetzt hier mal Karo Ass genommen. Ja, so, das ist die normale Interpretation einer abgeschrägten Raute. Es gibt die aber auch noch in einer anderen Form. Ich hoffe, ich habe sie hier reingeklebt. Jawohl. Na, guckt euch die mal an. Erinnert euch das an einen magischen Kreis? Was hat die Karte mit dem magischen Kreis zu tun? Die Karo Ass. Oder das Karo Ass. Allerlei Edelstein, Diamant und so weiter und so fort. Na, was hat die Karte damit zu tun? Na, die Karo Ass steht für ist die Karte, die den größten, die Reichtum anzeigt, ja, die materielle Besitztümer anzeigt. Materialismus anzeigt, ist die Karo Ass. Ich habe dieses System gelernt. Ich habe mich mit Tarot nie beschäftigt. Tarot ist, ja, soll ich mal sagen, Tarot ist die absolute Ablenkung. Tarot ist Kindergarten, auch wenn das viele Leute draußen jetzt sagen würden, was erzählt der mir denn jetzt wieder und so weiter und so fort. Tarot ist der Kindergarten. Ich weiß, dass Crowley Tarot gibt. Ich weiß, dass es ganz künstlerische Geschichten gibt. Für mich ist Tarot eine absolute Ablenkung. Und die Leute, die wirklich damit arbeiten, benutzen ganz andere Dinge. Benutzen Tarotkarten ist Entry-Level. Ist zumindest das meine Erfahrung von 25 Jahren. Tarotkarten ist Entry-Level. Tarotkarten hat einen absolut schlechten Ruf und Tarotkarten gibt es eine ganze Menge. Und es gibt ganz viele Leute, die damit viel Geld verdienen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, die Bücher geschrieben haben, die ich auch habe. Tarot ist Ablenkung. Aber gut, wie gesagt, das hat alles einen anderen, ganz anderen Hintergrund. Es wird uns alles Mögliche verkauft in dieser Welt als richtig und im Endeffekt ist es fast immer 180 Grad umgekehrt. Ne? Also, ihr habt gesehen, in diesem Film Lucifer Rising, des Satanisten Kenneth Anger, der sich auf Aleister Crowley bezieht. Ja, da liegen keine Tarotkarten rum. Da liegen Rauten-Symbole rum. Könnt euch mal was zu denken. Okay, gehen wir weiter. Lucifer Rising. Jetzt haben wir inmitten dieses magischen Zirkels, ja, haben dann plötzlich eine Vision. Da kommt ein Licht, ein Kegel. Ja, und irgendjemand rennt da hinten rum mit einem roten Hut. Ja, und plötzlich ist da ein T aufgezeichnet zwischen den zwei Rauten. T. Babylon. Wer war denn nochmal in Babylon mit einem T? Aber irgendwann Alexander Hislop vielleicht mal lesen. Tammuz. Ne? Genau. Ja. Kann natürlich auch zig andere Dinge bedeuten, kann natürlich auch jetzt, ne? Aber wie gesagt, nochmal, wenn man die Wahrheit kennt, kann man die Lüge besser auf... Tammuz ist ja der Jesus Christus der römisch-katholischen Kirche. Ja. Von daher
Ja, und da steht auch nicht zufällig jemand im komplett weißen Gewand. Weiß steht für Geist. Nochmal. Und auch kein Zufall, dass da im Hintergrund eine Wendeltreppe ist. Und der hier im Vordergrund, der Grüne, der steht dann für die Magie. Ja, das ist dann so eine vermutlich eine, muss ich jetzt mal nachgucken in dem Skript, eine Buddha-Statue oder irgendwas anderes. Also auf jeden Fall irgendetwas, was da einen religiösen Kontext hat. Ne? Müsste ich jetzt gucken. Ich kenne ja jetzt nicht jedes Ritual von ihm. Ich habe mich da auch jetzt mit Alistair Crowley, wie gesagt, der wird extrem hoch bewertet. Das hat einen anderen Hintergrund. Nicht, weil er so tolle Rituale oder Bücher geschrieben hat. Das hat einen ganz anderen Hintergrund, warum er so toll bewertet wird. Weil dieser Mann halt so konsequent gewesen ist. Der war halt konsequent. Bis zuletzt. Der war absolut konsequent. So, da haben wir eine Pyramide. Guck mal da. Ja, da haben wir einen Kuchen. Da drauf steht Lucifer, Mark 6 in römischen Ziffern. Ja, und in der Mitte dieses Kuchens ist, naja, sehen wir auf dem nächsten Bild. Nee, habe ich vergessen einzumachen. Ist eine Bombe drin, wird ein Zeitzünder. Also ist ja nur die Frage, wann Lucifer die Bombe zündet. Ne? Kann man ja auch mal so rum verstehen. Und viele andere Dinge auch. Ja, also das, was uns außen als Geschenk verkauft wird, ist also innen, entpuppt sich innen als Bombe. Ja, und der Film endet dann quasi hier mit einer UFO-Geschichte. Naja, gehe ich in der nächsten Folge mal ein bisschen drauf ein. Hat eben da mit diesen zwei Figuren zu tun. Auch irgendwas mit K, ich komme jetzt nicht drauf, wie die heißen. Aber es haut ein sehr bekannter Ausflugstourismusort in Ägypten. Ne? Also sind wir schon wieder bei Ägypten gelandet. Okay, machen wir noch 5 Minuten weiter. Ich glaube, dann sind wir hiermit einigermaßen durch. Na, das ist jetzt hier die große Version dieses Filmes von Lucifer Rising. Und Lucifer Rising heißt im Endeffekt, Lucifer erhebt sich. Ja, so wie The Sun is Rising, ja, wie die Sonne halt aufgeht, geht Lucifer jetzt auch auf. Und nochmal, es ist kein Zufall, dass es eben alles mit Ägypten zu tun hat. Dann hat er also viel Hefe gegessen, wenn er aufgeht. Nein, das ist halt jetzt der sogenannte Morgenstern. Ja, darum geht es ja eigentlich. Ich fand das aber jetzt mal gut gefunden, ja, den ja, Teig, okay. Der aufgeht. Ja, genau. Ja, und das ist jetzt hier die lange Version. Die lange Version dauert ein bisschen, wie der Name schon sagt, ein bisschen länger. Die ist aber noch relativ frisch, die ist also von letztem Jahr, Juni 2019. Aber ich würde sagen, bei dem schweren Thema, das wir jetzt hier haben, das muss aber wirklich mal sein, damit, wenn ich dann in der übernächsten Folge mal alle Knoten auflöse, hoffe ich dann zumindest, dass wir dann sagen, ach, deswegen, jetzt macht das auch alles Sinn. Ja, ich weiß, dass es manchmal lange ist, aber wenn wir das nicht machen, dann versteht man die Zwischenschritte einfach nicht. Und dann ist es dann so, dass man bis jetzt denkt, ja, guck mal hier, das ist jetzt nur so ein B-Movie-Film und so weiter und so fort. Nee. Ja, in dem Vorgängerfilm von Lucifer Rising hat Mick Jagger mitgespielt. Kenneth Anger hat zu Mick Jagger gesagt, hey, mach doch mal ein Lied über Satan. Die beiden haben Sympathy for the Devil gemacht. Wer kennt denn den Hintergrund von Sympathy for the Devil? Wer kann denn daraus jetzt die Schleife ziehen zu Kenneth Anger, zu Aleister Crowley? Seht ihr denn, wie die ganzen Sachen zusammenhängen? Beatles, Stones, es ist alles dasselbe. Wir haben alle dieselbe Agenda. Und für die nächste Folge mache ich jetzt mal keinen Cliffhanger, sondern verrate jetzt im Endeffekt etwas. Bei Lucifer Rising hat der Bruder von Mick Jagger mitgespielt. Jetzt überlegt euch doch mal, was dieser Film, wo Mick Jagger vorher mitgespielt hat, Invocation of My Demon Brother, jetzt überlegt doch bitte mal, was der in dem Kontext heißt. Ja? Die Einweihung meines dämonischen Bruders. Wenn ihr noch mehr Zufälle sehen wollt und noch mehr Wahrheit kennenlernen wollt und dann wirklich mal die satanische Musikagenda aus der Perspektive der Satanisten kennenlernen wollt, dann solltet ihr bei der nächsten Folge unbedingt einschalten, damit wir dann mal weiterkommen im Ägypten-Skript, was sicherlich dann auch mal die nächsten Bomben sozusagen zündet. So, und bis dahin solltet ihr lieber eure Bibel lesen und deswegen gebe ich es ab zum Jörg. Ja, danke. Ich fand gerade die Reminiszenz mit dem Sauerteig und Lucifer so passend, dass ich da lachen musste, dass ich das vor kurz ins Mikrofon gesagt hatte. Lucifer Rising, das ist also, wenn der aufgeht, dann ist das genau wie ein Teig, der aufgeht. Und weißt du, es ist im Grunde gar nicht mal so schlecht gefunden, dass wir mal drüber nachdenken. Wir haben ja gestern Abend nach unserer Babylon-Mysterien-Religion-Lesung auch eine Diskussion noch gehabt.
Und da ging es doch auch um Unreinheit, da ging es doch auch um das Fest der ungesäuerten Brote. Da ging es darum, dass die Israeliten in der Zeit der ungesäuerten Brote ja eben auch das Haus abgesucht haben nach Sauerteig im Haus, also nach allem, was sowohl geistig als auch im Fleischlichen da ist und was den, ja, was Falschlehre ist, weil Sauerteig ist ja im Grunde nichts anderes als Falschlehre, ja, im Geistigen zumindest. Und die Reminiszenz kam da gerade mal eben in mir auf, weil das Problem mit dieser Hefe ist, wenn man sie in den Teig mischt, die Hefe geht völlig in dem Teig auf, wenn er durchgeknetet wird und wenn der Teig dann aufgeht. Und sie ist nicht mehr zurückzufinden. Und genau so macht Lucifer das auch mit diesen Lehren in der satanischen Musikagenda. Er wird da so reingemischt und durchgeknetet, sage ich jetzt mal, bildlich gesprochen, dass die Leute ihn gar nicht mehr da drin erkennen. Er ist so gut versteckt, er ist so überall da drin, dass viele Leute ihn schon beinahe mit Gott gleichsetzen, der ja allmächtig und allwissend und überall anwesend ist. Und genau dasselbe probiert der Satan eben auch mit seinem Sauerteig. Das Problem ist nur, man kann eben auch Sauerteig vorkommen, indem man andere Zutaten gebraucht und indem man diese anderen Zutaten sehr schnell miteinander verbindet und sehr schnell backt und dann ein Brot ohne Sauerteig hat. Und das beste Brot ohne Sauerteig ist noch immer das Brot, was wir von unserem Herrgott bekommen. Es ist das, wovon Jesus Christus bei der Verführung des Satan sagt, wenn der zu ihm sagt, dass er doch hier diese Steine in Brot verwandeln soll, dass Jesus ihm antwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und da müssen wir uns dran halten und das können wir nur lernen, wenn wir die Bibel haben. Und wenn wir die Bibel haben, die richtige Bibel haben, dann haben wir viel weniger Sauerteig in unserem Leben. Und dann ist die Saat des Satan bei uns nicht am Aufgehen. Und das ist, wofür wir das Wort Gottes brauchen. Und deswegen müsst ihr einfach eure Bibel lesen, ob es euch gefällt oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Who knows?